Der Unterschied Rohmilch in diesem Tank zu unserer 4 Jahreszeiten-Milch in der Tüte ist der einzigste, dass die Milch, bevor sie in die Tüte gefüllt wird, pasteurisiert wird. Erwärmen nennt man das. Also unsere Milch wird in der Molkerei Horst zwischen 72 und 74 Grad erwärmt, pasteurisiert. Bei dieser Temperatur sterben die bösen Keime ab. Und die guten Keime bleiben erhalten, die sind dann weiterhin in der Tüte mit drin. Also das heißt, wir haben eine lebendige Milch und sie wird bei Zimmertemperatur noch warm, also zu Dickmilch. Also die Milchsäurebakterien sind noch aktiv, sie leben noch. Und das benötigen wir halt, um in den Handel zu kommen mit unserer Milch. Also diese Milch, Rohmilch, 2 Tage MAD, wenn sie einmal pasteurisiert ist, zwischen 72 und 74 Grad hat sie 10 Tage MHD. Und das macht uns ja, ergibt uns die Möglichkeit, sie in den Handel und zum Verbraucher zu bringen.